Und du bist, was uns natürlich jetzt besonders freut, nicht feig, sondern freust dich über neue Herausforderungen. Mhm. Und deshalb hast du dir auch ein Lied ausgesucht, was jetzt mit dem Opernfach nicht viel zu tun hat. Auch deine Ausflüge, die du ja schon auch so in den Jazz gemacht hast, gibt es ja CDs auch davon. Ist auch kein waschechtes Jazzlied, sondern ich kenne das von einer gewissen Frau Sarah Leander. Aha. Wo hast du das erste Mal? Ich habe es gehört von der Fritzi Massary. Ja. Das war damals die Dame, die Urführung dieser Operette in den 30er Jahren in Berlin gesungen hat. Der Oskar Strauss, Komponist, ist ein Wiener Komponist. Ja. Und die Operette wurde aber in Berlin aufgeführt und sehr berlinerisch, würde ich mal sagen, obwohl die Fritzi Massary auch Wienerin war. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt muss man eigentlich eine wienerische Version einmal singen davon. Das finde ich hervorragend. Na ja, schauen wir mal. Und das dürfen wir jetzt hören, Damen und Herren. Ich gebe dir gerne das richtige Mikrofon. Schau bitte sehr, das würde ich vorschlagen. Und Damen und Herren, ich freue mich sehr. Großen Applaus für die tapfere, sich immer neu erfindende Elisabeth Kullmann, Damen und Herren. Ja, ich komme. Die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim 5 o'clock von Madame X und Madame U. Am besten ist, man hört den Leuten gar nicht zu. Die hat ihren Mann betrogen, die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en bloc mit Mr. Z. Ist sie intim? Er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm. Eieiei! Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, na die muss doch eins haben, na die muss doch eins haben. Es wäre zu dumm. Na und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Also ich finde das furchtbar, das ist ja Wahnsinn, ich würde das nie machen, die würdest du das machen. Die Leute, also unmöglich. Kennen Sie Frau Y, die schöne, schlanke Blonde? Wissen Sie, was man da sagt? Na was? Sie hat einen Mann. Ja. Sie hat einen Freund. Und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Leichenträger. Donnerwetter, der Konsum. Man sagt ja noch, man trotscht herum. Sie ist auch außerdem ein bisschen andersrum. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben. Kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, na die muss doch eins haben. Na die muss doch eins haben, es wäre zu dumm. Na und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Das Lied nach Wien transportiert. Frau Kullmann, großen Applaus. Danke.